Was geht ab, Freunde? Wir reacten heute auf den neuen Song von Mike Singer und zwar bei. Ich habe mir gedacht, zwischen den ganzen Rap-Sachen, die wir immer so anhören, würde mal sowas eigentlich gut reinpassen. Und der letzte Song, den ich von ihm angehört habe, war damals der Song mit K1, Netflix und Chill. Das ist gefühlt, ist das schon wirklich eine halbe Ewigkeit her. Ich glaube, es waren irgendwie so 2 Jahre oder so mindestens, wenn nicht sogar länger. Und ich habe ehrlich gesagt auch gar keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Also von dem Song bis hierhin jetzt sozusagen. Ich kenne die anderen Songs, glaube ich, auch alle nicht. Also kann es sein, dass ich vielleicht mal irgendwann vor einem Jahr oder so zufällig ein paar Sekunden reingehört hätte, aber jetzt nicht wirklich bewusst oder nicht wirklich so, dass ich den ganzen Song angehört hätte. Deswegen, ich habe gar keine Ahnung, was er überhaupt gerade so für Musik macht, welchen Stil oder ja, was sein Sound einfach ist. Deswegen glaube ich, ist das ganz interessant, das einfach mal hier abzuchecken mit euch zusammen. Und wichtige Info vorab noch. Also dieses Video wird, glaube ich, so um 0 Uhr ungefähr online kommen. Dann wird wahrscheinlich eins um 1 Uhr kommen und eins um 2 Uhr nachts, ne? Also von Freitag auf Samstag. Und die anderen Videos, also die jetzt nicht hier kamen, bis jetzt, weil es kamen ja schon einige online, die kommen alle auf Chris 2. Unten natürlich verlinkt, erster Link in der Videobeschreibung. Da kam Assad, da kam King Khalil und zum Beispiel auch Moneyboy. Nur damit ihr so ungefähr ein bisschen Bescheid wisst. Jetzt starten wir rein hier in den Song von Mike. Let's go. Okay, also ich muss sagen, ne, das Sample, was man schon hört, klingt sehr sommerlich auf jeden Fall. Sehr sommerlich, sehr entspannt. Ich glaube, wird einen krassen Vibe haben, der Song. Was ich auch cool fand schon, ne, ganz kurz noch am Anfang hier. Ich weiß jetzt nicht, ja, Stutter-Effekt oder wie man da dazu sagen soll. Das finde ich klingt cool. Also generell muss ich sagen, so vom Sound her, ne, ja, wir haben jetzt ja noch nie so viel davon gehört, aber ich glaube, das kann man schon sagen, klingt sehr geil. Das Sample, wie ich schon meinte, sehr entspannt. Also das hat, es gibt so ein paar Songs, die könnte man damit vergleichen, mir fallen gerade nicht mal die Namen ein. Also ich meine so diese Art von dem Vibe irgendwie. Es ist schwierig, das zu erklären, was ich meine, deswegen glaube ich, ist besser, wenn wir einfach weiterhören. Vielleicht gibt es ein, zwei Leute, die wissen, was ich meine, wahrscheinlich werdet ihr es nicht wissen. Doch mein Verstand rast. Doch schon wieder sag ich Goodbye. Ja, Mann. Geil, Mann. Geiler Übergang. Muss ich sagen, gefällt mir echt sehr, sehr gut. Also ich hatte ja, ich habe nichts erwartet dabei, weil ich, wie gesagt, gar keine Ahnung haben hätte können, was das überhaupt werden könnte. Und ich habe keinen Vergleich zu anderen Songs. Ich weiß nicht, ob die besser sind, ob die schlechter sind, ob die ganz anders sind, anderer Style, andere Richtung. Hätte ich anhören können, klar, ne? Aber ich habe mir jetzt halt gedacht, ich will das jetzt mal so abchecken einfach und mich überraschen lassen generell, in welche Richtung das gehen könnte und jetzt nicht schon irgendwie wieder einen Vergleich im Kopf haben, weil ich jetzt vorher schon einen anderen Song angehört habe. Deswegen glaube ich, so ist die Bewertung oder meine Meinung eigentlich, oder so kann ich es am besten bewerten einfach. Und ich glaube, so ist es auch am interessantesten. Geiler Übergang auch, also schöner Flow hier am Start, ja, bedeutet Variation auf jeden Fall auch da. Finde ich cool, im Part ist ja eher schon, ja, ist halt eigentlich Rap, was man da gehört hat. Wir streiten und rauchen am Fenster. Es sagst du, du willst es nicht länger. Du sprichst dann von Liebe vorher. Also irgendwie schon, ich finde generell, wenn man das so mit, gerade diesen Rap-Sachen vergleicht, die es teilweise gibt, dann geht das schon sehr in die Richtung, auch wenn ich das jetzt da nicht einkategorieren würde, auf gar keinen Fall, aber es hat schon davon Elemente und wiederum haben die anderen Rap-Songs Elemente halt davon. Zum Beispiel jetzt, was die Hook angeht. Und Hook muss ich echt sagen, Digga, 10 von 10 hier bei dem Song. Was machen wir noch hier? Wann haben wir es kapiert? Doch schon wieder sag ich Goodbye. Ansonsten videomäßig finde ich auch cool. Ich finde die Location, die man halt die ganze Zeit über am Anfang gesehen hat, ne, da wo es hell war außen, hat sehr gut dazu gepasst. Also so dieses sommerliche Sonne und so, was man jetzt hier bei uns, also zumindest da, wo ich wohne, nicht mehr so krass erleben kann gerade. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde oder nicht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist immer, wenn Sommer zu Ende ist, irgendwie hat man Bock auf Winter wieder.
Aber wenn Winter dann ist, Digga, wünscht man sich gefühlt sofort wieder nach ein, zwei Tagen Sommer. Also das ist eigentlich richtig behindert. Das, was man gerade nicht haben kann, das hätte man irgendwie gerne. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, mir auf jeden Fall schon ab und zu. Aber wie gesagt, sehr geiler sommerlicher Vibe, der Song. Und ich muss auch sagen, ich finde, das ist überhaupt nicht so 0815 sommermäßig, wie das jetzt dieses Jahr auch wieder genügend Leute gemacht haben, was auch cool ist, ne? Das kann man sich klar gut geben. Und ja, ist halt jetzt nicht oder hebt sich da nicht wirklich ab. Das hier finde ich schon, das finde ich ist was ganz Eigenes. Hat einen eigenen geilen Vibe einfach. Ich glaube übrigens, wer gut zusammenpassen würde, wären er und Crow. Ich glaube, das wäre featuremäßig auch interessant. Kommt mir gerade so in den Kopf. Okay. So viel dazu. Ja, das war's mit dem Song. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Ich weiß noch, damals war Mike Singer jetzt nicht so der beliebteste. Also bei den Leuten, die ich so kannte und so, die haben, also, ja, was soll man sagen, haben sich irgendwie alle mehr oder weniger drüber lustig gemacht oder so. Ich habe ihn da nicht angehört und habe da gar nichts von mitbekommen, ehrlich gesagt, so wirklich. Aber ich finde, also ich finde, der Song war geil. Kann man eigentlich nichts gegen sagen, Freunde. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt eure Meinung, wie schon gesagt, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder, wahrscheinlich in einer Stunde oder so ungefähr wieder mit dem nächsten Video. Bis dann, Freunde. Ciao.